Dann geht es jetzt auf jeden Fall hier die letzten Kilometer auf dieser Autobahn voran. Ah, hier werden sich die Autobahnen gerade überschneiden. Da unten ist die andere. Und jetzt wird die Autobahn schön breitspurig, schön dreispurig hier. Und wir natürlich wieder, wie sich's gehört, in der Mitte, weil wir damit eigentlich immer am sichersten unterwegs sind. Das kleine Rastplatz da auf der anderen Seite. Hier leider keinen. Gut, vielleicht kommt ja da noch was, aber man weiß ja nie. Hauptsächlich, wir kommen sicher in Berlin an. Am frühen Sonntag. Morgen. Oh, das ist immer eine gefährliche Sache. Wir überholen den anderen LKW und da überholt währenddessen ein PKW uns. Ist auch nicht schlecht. Wir kommen jetzt erstmal in Mecklenburg-Vorpommern an. Und ja, wir kommen ziemlich in der Früh am Sonntag an dann in Berlin. Müssen dann hier gleich wahrscheinlich an Rostock noch vorbeikommen. Hansestadt Rostock. Also wir haben ja hier in der Nähe von Kassel auch so eine Hansestadt, Hansestadt Korbach. Ja, also da muss man wirklich husten. Das ist schon ein Traum, vor allem Korbach ist wirklich so ein kleines, richtig mini kleine Stadt. Deswegen, es ist schon verrückt. Und Berlin, Leipzig, Magdeburg. Sieht relativ gut aus. Und wieder durch einen Tunnel. Allerdings diesmal nicht der Elbtunnel, sondern diesmal ein, ja, normaler Tunnel halt. Hat zwar vielleicht auch einen bestimmten Namen, aber den kann ich leider nicht wissen. Ich bin nicht Herr Allwissen. Coca-Cola unterwegs. Lieber PKW, Dankeschön. Sonst wäre es wieder böse geendet. Vielleicht sollte man auch ein bisschen abbremsen. Das wäre vielleicht auch taktisch klüger, als hier wieder auf Risiko Gefahren sich zu fahren. Es war auch wieder ein super toller Satzbau, aber was soll's. Dafür bin ich berüchtigt und bekannt. Fahren jetzt hier an Rostock vorbei, so wie es aussieht. Erstmal hier diesen Zementwagen. So einen hat man schon mal gehabt, aber das ist ein Zementwagen, sehe ich jetzt auch gerade erst. Ist gar kein ADR-Wagen. Sieht zumindest danach aus, dass es ein Zementwagen ist. Ich habe natürlich auch vor der Aufnahme geguckt, dass wir auch die richtigen Motoren drin haben. Die wurden zum Glück übernommen. Man musste einfach nur die Dateien übersetzen. Einfach überschreiben, dann passt das. So, hier müssen wir gleich abbiegen und schnell den Autotransporter überholen. Geradeaus geht's nach Rostock. Wir wollen allerdings hier abbiegen. Vorsicht! Berlin, Leipzig, Magdeburg. 100 Kilometer jetzt noch exakt.
auf geht's. Mir wurde auch mal die Frage gestellt, was ich so, Moment mal, erstmal auf 80 runter. Was ich so für YouTuber schaue. Ja, momentan im Prinzip nur PietSmiti hauptsächlich. Dann den lieben guten Tom, den NWBoy 18, auch wenn ich da jetzt nicht mehr so kommentiere wie früher, weil früher habe ich wirklich unter fast jedem Projekt, also was ich auch geschaut habe, weil klar, ich schaue ja natürlich auch nicht jedes Projekt von ihnen, weil es muss mich ja auch persönlich interessieren. Wenn das jetzt irgendwas ist wie Star Trek, was mich jetzt persönlich nicht interessiert, dann ja, dann ist es schwierig, das zu schauen. Aber da habe ich, war früher habe ich bei ihnen unter meinen alten Namen, unter meinen alten Privataccount, der Gameshowgucker 2 hieß der übrigens, habe ich im Prinzip sehr viel kommentiert. Das stimmt aber momentan eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil ich weiß einfach nicht, ich komme dazu jetzt auch nicht mehr so dolle. Deswegen, ja, aber anscheinend tue ich es gerne. Könnt ihr gerne mal reinschauen bei seinen neuen Modell Eisenbahn Spezial. Part 11 ist das jetzt mittlerweile schon. Das ist eine wahnsinnige Anlage, die er da hat. Ja, und die hat er in seinem Kellerchen da, ja, errichtet bei sich zu Hause in Düsseldorf. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, ja. Würde ich sofort, oh, Hilfe! Am liebsten mal zu ihnen nach Düsseldorf aufbrechen, ja, aber das ist ein bisschen teuer und wenn die Bahn wieder streikt, dann wird es schwierig. Aber der Tom ist ja Lokführer schließlich bei der Deutschen Bahn, der könnte ja einen Sonderzug mal hinschicken, ja. So, ja, hier geht's jetzt ab, sind wir jetzt schon in Berlin. 34, 33. Müssen, glaube ich, jetzt gleich ankommen. Jetzt wechseln wir noch hier auf diese kleine Autobahn und müssen wir gleich eigentlich ankommen. In Berlin. Früher, als hier ja die WM war, 2006. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, leider ist nichts draus geworden. Jetzt muss man aufpassen, dass man sich für die EM überhaupt qualifiziert. Das ist ja wirklich eine Schande, was da zurecht gespielt worden ist. Also ich habe es persönlich nicht geschaut, weil ich kein RTL schaue. Deswegen keine Ahnung, weil RTL, das ist der einzige Sender, der von meinem Fernsehen verbannt ist, weil das einfach nur ein asozialer, ja, da laufen halt einfach nur so Sachen, die, ja, Hartz-IV-Sender halt, ne? Was mir einfach zu asozial ist, diese Sachen da. Das ist einfach unmenschlich. Aber da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Manche, die finden es ja toll, aber ich gehöre da definitiv nicht zu diesem blödsinnigen Programm da. Ich begreife auch nicht, warum ARD und ZDF es nicht wie sonst immer übertragen, die EM-Spiele. Verstehe ich auch nicht so warum. Ist schon eine absolute Frechheit. Und jetzt müssten wir, glaube ich, direkt mit dieser Autobahn in die Hauptstadt fahren, Berlin. War ich leider auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt wert ist, nach Berlin zu fahren. Keine Ahnung. Ich bin kein Experte für Tourismus. Auch wenn Reisen natürlich sehr schön ist. So ist ja nicht. Staugefahr. Eieiei. Stau und stockender Verkehr. Da ist der Berliner Fernsehturm. Der darf natürlich nicht fehlen. Und ja, hier haben wir gleich hier vorne ENI. Dann haben wir Strakpa da hinten. Dann haben wir noch British Petrol. Können wir da sehen.
DHL ist da und wir fahren zum Aldi-Markt, der natürlich etwas außerhalb der Stadt ist. Wobei, da habe ich ja jetzt auch vor kurzem gesehen, die Aldi-Brüder sind nicht mehr die reichsten Deutschen. Wobei, es lebt ja nur noch einer. Ich weiß jetzt nicht, ob das der von Aldi Nord oder der von Aldi Süd ist. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum die das damals überhaupt aufgeteilt haben. Deswegen sage ich halt immer Aldi-Markt. Weil Aldi Nord, wir haben ja hier oben Aldi Nord. Aldi Nord heißt auch einfach Aldi-Markt. Deswegen sage ich auch Aldi-Markt. Das ist auch, wenn im Logo Aldi Süd gekennzeichnet ist. Aber ist ja egal. So, hier wird Berlin eigentlich schon offiziell verlassen, aber wurscht, piep, egal. Hier ist der Aldi-Markt auf dieser wunderschönen Farm hier. Und da fahren wir dann mal rein und laden ab. So viele Leute hier. Hier, da, meine treuen Zuschauer. Ja, ach, wunderbar. Genau, meine treuen Zuschauer, ja. So, ab dafür. Traktoren von Manchester nach Berlin geliefert. 788 Kilometer in 24 Stunden 10 Minuten. 253,2 Liter Power. Basis für Bonus für Fernfahrt, Bonus für hochwertige Fracht, Bonus für dringende Lieferung. 35.454 Euro. Kleine Brötchen gebackt, aber auch die müssen gebacken werden. Und 1.362 Erfahrungspunkte. Level 35. Alles gut, ja, wir haben zwar hier immer noch die Fähigkeit zu vergeben, allerdings wollen auch nicht zu lange Fernfahrt machen. Ja, das wäre es damit mit Old Truck Simulator 2 für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Besonders auch die Fahrt durch den sehr gut gelungenen Elbtunnel. Hoppala. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier von der Hauptstadt Berlin aus. Dann geht es dann irgendwo anders hin. Und ja, das wäre es dann und...